Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass Sie einer weiteren Sendung im Rahmen der DRK Medizinakademie hier in Karlsruhe beiwohnen und zuhören zu einem hochspannenden Thema. Ich begrüße Herrn Professor Christoph Fien, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Rheumatologie, einer Volkskrankheit, wie man immer wieder hört. Viele Menschen sind betroffen und deswegen freue ich mich auf Ihre Ausführungen und vor allem, Herr Professor Fien, vielleicht auch darüber, was es Neues an Erkenntnissen gibt und Therapiemöglichkeiten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Und Rheumatologie ist wirklich ein ganz spannendes Thema der Medizin. Und man muss vielleicht vorweg wissen, es gibt ja orthopädische also rheumatologische Abnutzungserkrankungen, die bei den Orthopäden zu Hause sind. Und es gibt auch, es gibt sehr viele Autoimmunerkrankungen, die bei uns internistischen Rheumatologen zu Hause sind. Und die häufigste ist das Gelenkrheuma, die Rheumatoide Arthritis. Und das ist wirklich eine Erkrankung, da hat also ein Mann ein Risiko von 4% in seinem Leben zu erkranken, also jede Frau hat 4%, jeder Mann 2%, weil Frauen sind häufiger betroffen davon. Also es ist eine Erkrankung, die durchaus sehr viel zu sehen ist und zum Glück hat sich da wirklich sehr viel getan. Wie ist es zu erklären, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer? Das ist genetisch, das ist also weniger mit den Hormonen hat es zu tun als mit den Genen. Männer und Frauen sind ja doch ein bisschen unterschiedlich, gering, aber doch. Und da ist eben die Genetik anders als bei Frauen. Und da gibt es wohl Mechanismen, die wir auch nicht ganz verstanden haben, die das eben bei Frauen häufiger macht. Und Sie wollen ja wissen, was es Neues gibt. Also wir haben eine neue Leitlinie rausgebracht, die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie. Da hatte ich die Ehre, das zu koordinieren und zu moderieren. Und es gibt eben sehr, sehr viele neue Medikamente, die man einsetzen kann. Und es gibt vor allem jetzt die Erkenntnis, dass man das Gelenkrheuma, die rheumatoide Arthritis, sehr früh behandeln muss und möglichst mit dem Ziel, die Entzündung, die zur Gelenkzerstörung führen kann, total zu unterdrücken. Das haben wir jetzt sehr, sehr schön neu eben festgelegt und das entspricht auch dem, was in ganz Europa jetzt eben gemacht wird. Herr Professor Fien, Früherkennung, wie funktioniert das? Funktioniert es überhaupt? Wie kann der Patient das zunächst mal selber feststellen? Und vor allem, wie kann man frühzeitig wirksam behandeln? Ja, also das ist so, dass die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, also die Arthritis, die macht typische Beschwerden. Und zwar vor allem morgens und in den späten Nachtstunden, in den frühen Morgenstunden Schmerzen und eine Steifigkeit. Und da ja sehr häufig die Hände betroffen sind, haben die Patienten so eine Morgensteifigkeit. Die hält aber nicht nur so ein paar Minuten an, sondern wirklich eine Stunde oder länger. Man kann sozusagen nicht mehr fest zupacken. Man kann keine Flaschen öffnen oder sowas. Oder den Reißverschluss nicht zumachen, die Knöpfe nicht zumachen. Aha. Die Morgensteifigkeit ist bei Menschen mit Rheumatoide Arthritis so schlimm, dass die teilweise den ganzen Vormittag nicht richtig zur Arbeit gehen können zum Beispiel. Das ist ein typisches Symptom. Dann sind ja die Gelenke häufig geschwollen. Die Laborwerte zeigen Entzündung an. Und mit all diesen Sachen kann eben ein Arzt, auch der Hausarzt, schon sagen, das ist wahrscheinlich eine rheumatische Erkrankung. Und dann kommt aber das nächste Problem, dann braucht man einen baldigen Termin beim Rheumatologen. Und da ist noch einiges im Argen. Und es ist nicht immer einfach, einen Termin zu bekommen. Und wir von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie, wir arbeiten hart daran, dass eben tatsächlich die Versorgung mit Rheumatologen in Deutschland besser wird. Gelenkrheuma ist ja ein großer, weiter Begriff. Also wenn ich das persönlich sagen darf, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, eigentlich zwei, hätte da Cortison über die Schmerzen hinweg helfen können oder fällt es gar nicht unter die Kategorie? Ja, die Bandscheibenvorfälle, das ist ja eine orthopädische Erkrankung und da wird dann auch Cortison gegeben, ganz am Anfang. Und wenn man das in relativ hohen Dosen gibt, dann fühlt man sich wirklich besser, weil der Cortison abschwellend wird. Aha. Aber das ist halt eine typische Erkrankung, wo man dann auch gleich wieder aufhören sollte, weil eine dauerhafte Cortisontherapie wäre dann viel zu gefährlich und würde auch nicht mehr funktionieren. Stichwort Wärmebehandlung. Ich wohne in Bad Schönborn, kleiner Werbeblock. Da gibt es ein großes Thermalbad.
Ist das sinnvoll, Wärme, also die, warmes die, Wasser? Die Wärme ist ja eigentlich entzündungsfördernd. Wenn Sie also mit einer, entzündlichen Krankheit, also mit einer Arthritis in die Wärme gehen, wird sie schlimmer statt besser. Das ist mehr so für Abnutzungserkrankungen gut, Wärme. Also wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben oder Kniegelenksarthrose, dann ist Wärme gut. Wenn Sie eine Arthritis haben, sollte man eher Kälte anwenden. Da gibt es Kaltgas und Eisbeutel und verschiedene Dinge, das ist dann wirksam. Aber all das ist nicht ausreichend, um wirklich gute Medikamente zu ersetzen. Gut, Herr Professor Fehn, herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Es ist ein weites Feld, es gibt da noch vieles zu sagen, aber das war jetzt schon mal sehr hilfreich für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank ja, ich danke Ihnen für auch. Dieses Gespräch.